Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel im Arkorb des Patches 2.4 im PTU. Ja, wir sind jetzt mal in der Landezone angekommen, nämlich auf Arkorb, um euch mal ein bisschen zu zeigen, was sich hier so getan hat. Hier können wir nämlich inzwischen wirklich shoppen gehen. Aktuell ist es tatsächlich so, dass wenn ich auf mein Mobiglas gucke, ich noch ein bisschen Geld dazu verdienen muss, damit es passiert, das ein oder andere Mal sterben und das Schiff reparieren lassen in Port Olisar. Naja, es bittet schon ganz schön zur Kasse. Dementsprechend geht es heute nicht darum, ja, dass ich mir jetzt hier was Hübsches aussuche. Wie man so schön sagt, ohne Arme keine Kekse, wa? Daher muss ich erstmal das Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch schon zeigen, wie das der Rest so funktioniert. Und mal so mir ausmalen, was ich mir denn in nächster Zeit hier so holen werde. Ums Geld verdienen soll es also hier noch nicht gehen, sondern das gucken wir uns nochmal in einem separaten Teil an. Hier schauen wir uns erstmal an, was denn hier zur Verfügung steht und machen uns ein bisschen den Mund wässrig. Also, wir haben den Cubby Blast Store. Kennen wir ja schon aus Arkorb. Da sind auch schon seit einer ganzen Weile jetzt die Waffen an der Wand und verfügbar zum Ansehen. Und jetzt können wir sie sogar mitnehmen. Also, wir haben hier mit dem AR-Overlay tatsächlich die Möglichkeit, die Waffen nochmal einzeln anzuschauen. Und dann können wir eben zwischen zwei Varianten wählen. Und zwar einmal zwischen Inspect und einmal zwischen Buy. Das geht mit dem Mausrad. Relativ einfach. Das ist sozusagen die Kurzversion. Wenn ich jetzt Inspect anklicke, dann wird er sich also die Waffe rausnehmen. Und dementsprechend vor sich ran angucken, ein bisschen hin und her drehen, um sie eben von allen Seiten betrachten zu können. Wir können dabei eben auch wirklich uns nochmal anschauen, um was es sich jetzt hier handelt und Schluss und letztendlich die Waffe wieder hinpacken. Das war übrigens die Devastator Shotgun, die jetzt verfügbar ist für knackige 3000 UEC. Ansonsten können wir natürlich auch gucken, ob wir das gute Stück direkt kaufen wollen, ne? Also das bedeutet uns dann eben in den entsprechenden Bildschirm dazu begeben und sehen dann hier alles nochmal im Detail. Damit öffnet sich dann das Mobiglas. Das bedeutet, man kann es ausrüsten. Später wird man, wie man hier daran sieht, es sogar irgendwo hin liefern lassen können, eben zum Beispiel in den Hangar. Man sieht eben zum Beispiel, dass es momentan mein Geld nicht ausreicht, um diese Waffe zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz hat man auch nochmal die ausführliche Beschreibung oder kann eben auch den Handel hier abbrechen. Das ist sozusagen die einfache Mechanik, wie sie funktioniert. Das gilt jetzt hier für alle Waffen, die wir finden. Zum Beispiel aktuell dabei habe ich die AT-4 Energy Rifle. Also die hat mein Charakter sowieso schon und dementsprechend kann ich die jetzt hier auch nicht mehr natürlich kaufen oder gesondert inspizieren. Ich kann sie jetzt hier auch nicht ziehen, weil wir befinden uns in einer waffenfreien Zone, in einer Green Zone. Dementsprechend kann ich sie jetzt ansonsten nicht zeigen. Aber wir haben, wie gesagt, nebenbei auch noch die Ballistic Rifle, die wir kennen. Also das kleine Sturmgewehr, wenn man so möchte, von Behring und Schluss und letztendlich auch nochmal die Arrowhead Energy Rifle, gerade ein bisschen schwer zu lesen, aufgrund des Hintergrundes, wo man das sozusagen als Scharfschützenwehr fungiert. All das jetzt hier im Cubby Blast Store, das ist noch nicht alles. Wir haben auch Mad Pens, die sind tatsächlich aktuell für 300 UEC zu haben. Man hat außerdem automatisch schon welche dabei. Kann dann hier also auffüllen gehen sozusagen. Ja, und dann erwarten uns im hinteren Teil noch die Rüstungen. Und da haben wir eben drei, die sogenannten Legacy Armors. Das sind 6 Stück, die jetzt nur für die Alpha-Phase auch im Spiel vorhanden sein werden. Später werden die durch andere Rüstungsteile ersetzt und dann eben über das Itemsystem 2.0 sehr viel genauer anbringbare Rüstungsteile. Das heißt, da kann ich mir nicht nur den Helm aufsetzen, sondern Schulterplatten, Oberarm, Unterarmpanzerung, und so weiter und so fort einzeln zusammenstellen. Jetzt haben wir noch ganze Suits, die wir hier kaufen können. Wir sehen also hier die Sparrow Light Armor von dem Outlaws sozusagen. Dann sehen wir die Brawler Medium Armor und die Slugger Heavy Armor. All das sozusagen so im Bereich Outlaw angesiedelt von Castec Arms. Und auf der anderen Seite, hier haben wir sozusagen die Law Enforcement Armor, also das heißt so ein bisschen die Sheriff-Rüstungen für Sicherheitsdienstleister eben zum Beispiel und die UEE auch gedacht. Das heißt, hier haben wir von CDS dann die PEP-4 Light Armor, die leichte Panzerung, die mittlere Panzerung, die MCA MK2 und die Achilles Heavy Armor, die Dosa ganz besonders gut gefällt. Also dementsprechend auch hier drei verschiedene Sets. Ich persönlich stehe
eher tatsächlich auf diese Security-artigen Armors und werde vermutlich dann mein Geld irgendwann in die Medium Armor hier, die MK2 investieren. Die finde ich nämlich echt, sieht total schick aus. Aber lasst mich in den Kommentaren wissen, wo es euer Herz für schlägt. Ansonsten haben wir hier noch die beiden Pistolen. Einmal die Arclight Energy Rifle, die ich dabei habe. Und dann haben wir eben noch die LH 86 Ballistic Pistol, die keine Energiewaffe ist, sondern eine ballistische Waffe. Die beiden sind hier auch schon verfügbar. Ansonsten sieht man noch, dass es Regale gibt, die noch nicht gefüllt sind. Hier auch nochmal das Waffenarsenal. Schluss und letztendlich können wir dann hier uns noch die Flight Suits angucken. Das sind eben ungepanzerte Raumanzüge, wirklich rein für den Zivilen gebraucht. Hier den Odyssey Flight Suit von RSI, den hat man automatisch. Mit dem spawnt man momentan. Mit der anderen Variante kann man eben, wie man sieht, die Farbgebung ändern. Ansonsten ändert sich nicht viel. Sie sehen halt anders aus, sie sehen schicker aus. Man sieht hier auch, dass dann irgendwann auch die Farbflächen anders verteilt sind und kann sich sozusagen dann hier sein Favorite rauspicken. Dazu muss man aber, wie gesagt, sagen, dass hier auf jeden Fall keine Panzerung steht und gedacht ist, oh, da fehlt eine. Naja, ist halt noch PTU, ne? Sondern das ist hier wirklich dafür, dass man im zivilen Wege nach draußen kommt oder eben zum Beispiel vielleicht fürs Racing oder sowas gerade das Ganze schick findet. Kann natürlich jetzt nochmal, wie ihr seht, in die externe Ansicht gehen. Man sieht auch eben die Waffe, die bei mir hinten drauf geschnallt ist und dass ich eben diesen Standard Flight Suit hier trage. Und bevor wir das Ganze jetzt noch weiter ausweiten, gehen wir jetzt mal rüber zum Kabasaba Outlet Store. All das befindet sich natürlich jetzt auch in Port Olisa. Dazu muss man aber eben sagen, dass es dort aufgeteilt ist. Da sind die Shops ein bisschen rebranded worden. Das heißt, es gibt Garrity Defense, das ist tatsächlich ein Rüstungshandel. Und dann gibt es die Live Fire Weapons dort. Dort werden die Waffen verkauft und die Medpens. Und den Kasaba Outlet Store gibt es so in seiner Form dann aber auch auf Port Olisa. Ja, da sind wir. Gut, also es ist ein Outlet-Store, ich sag's euch gleich. Türen gehen nicht richtig zu. Naja, gut. Egal. Die Sachen, die wir hier finden, ist keine Gala-Mode. Also es ist vermutlich nicht das, um in die High Society, die oberen 10.000 im Kreis von Sol oder Terra aufgenommen zu werden. Aber es ist schon mal ein Anfang und wir haben hier zumindest ein paar Sachen, die wir uns hier anschauen können. Also Jacken zum Beispiel, tatsächlich auch so eine Art Sakkos gibt es. Erstmal als Überblick, dann gibt es eben Mützen, die hier in der Mitte sind. Die können wir uns anschauen. Wir haben eine Auswahl an Hosen, die hier hängen und die man anprobieren kann und dann eben Shirts, die sozusagen unter den jeweiligen Jacken dann drunter sind. Schluss und letztendlich abgerundet wird das Ganze dann durch Schuhe, die wir hier haben. Das ist tatsächlich ein Punkt, der mir bisher noch gar nicht gefällt vom Design, aber na gut, das sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand meine Crocs zugenäht, aber gut, das wird alles sich noch verändern und dementsprechend warten wir mal ab, was da alles noch kommen wird. Wenn man sich jetzt was anprobieren möchte, also nehmen wir mal an, ich möchte hier die Jacke Rhodes mir anschauen, dann habe ich halt jetzt diese Try-On-Camera, die ich benutzen kann. Damit, wenn ich das aktiviere, gehe ich halt in die Außenansicht und der Charakter dreht sich einmal hübsch um sich selbst, zeigt sein ziviles Outfit sozusagen und das Ganze funktioniert natürlich entsprechend mit allen Kleidungsstücken, die ich hier finde. Das heißt, ich kann sie alle quasi einmal vorher anprobieren und mich kurz einmal ansehen, bevor ich mich dafür entscheide, dass ich dann eins davon mitnehme oder eben mein Geld doch lieber in Ausrüstungsgegenstände oder Rüstungen oder ähnliches investiere. Das ist natürlich euch überlassen. Aber Style ist viel wert. Ich selber freue mich schon sehr darauf, den Charakter dann auch wirklich umzugestalten. Zumal das ein oder andere tatsächlich ganz schick ist. Das wird dann sicherlich euch auch so gehen, dass ihr viele, viele verschiedene Variationen auspackt und dann eben mal sehen, vielleicht man irgendwo auch im Universum rauskriegt, wo man bestimmte coole Kleidungsstücke eben besonders günstig oder besonders schick erwerben kann. Ja, das war der Überblick hier über das Shopping an sich. So funktioniert es hier auf Arcop, so funktioniert es auf Port Olisar. Wer sich übrigens gefragt hat, was mit dem Medical Unit ist, das ist komplett leer aktuell. Die Medpens kriegt man eben auch im KB Blast Store und ansonsten sind diese Items da noch nicht verfügbar. Wird alles sicherlich mit der Zeit kommen. Und
Wir werden euch natürlich up to date halten, sobald wir mehr wissen, sobald es noch Neuigkeiten hierzu gibt. Und natürlich auch, wenn der Patch dann live geht. Aktuell, wie gesagt, nur im PTU verfügbar. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt am Ball, wenn es um Star Citizen geht. Abonniert unseren Channel. Schreibt uns ein paar Kommentare rein, wie ihr die Episode fandet oder was eure Erfahrungen im PTU gerade sind. Natürlich liked oder disliked die Episode. Und schluss und letztendlich würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal auf Patreon vorbeischaut. Da könnt ihr uns als YouTube-Creator direkt und persönlich unterstützen und vielleicht findet ihr den ein oder anderen passenden Reward dafür. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich mit einem See you on the flight deck. Das war ja